Herzlich willkommen zu Tools for Agile Teams. Mein Name ist Klaus De Jäger und ich habe mir die Frage gestellt, wo bleibt die Architektur im skalierten agilen Umfeld? Als erstes schauen wir mal an nach dem Begriff der Softwarearchitektur, hier die Definition von Wikipedia. Eine Softwarearchitektur ist eine der Architekturtypen in der Informatik und beschreibt die grundlegenden Komponenten und deren Zusammenspiel innerhalb eines Software-Systems. Nach Helmut Balzer in seinem Lehrbuch der Softwaretechnik ist die Beschreibung eine strukturierte und hierarchische Anordnung der Systemkomponenten sowie die Beschreibung ihrer Beziehungen. Es geht also um die Zerlegung von einem System in Komponenten und das Klären des Zusammenspiels der Beziehungen. Was ist das Ziel der Softwarearchitektur? Es geht darum, dass man frühe Software-Design-Entscheidungen, also Architekturentwürfe, trifft, die später nur mit sehr hohem Aufwand abänderbar wären. Das heißt, man nimmt frühzeitig Zeit und investiert, damit man später keinen großen Aufwand hat, dieses zu ändern. Meistens geht es auch natürlich um die Softwarequalitätskriterien, also die nicht funktionalen Anforderungen, wie zum Beispiel Modifikation oder Wartbarkeit, Sicherheit oder auch die Performance, also den NFRs. Mit diesem Gedanken macht es natürlich Sinn, sich Zeit zu nehmen, um ein gutes, klares Design und alle Fragestellungen, die aufkommen, so früh wie möglich zu klären. Dann kommen wir aber auch oft zu diesem Big Design Upfront. Das heißt, ich habe mir sehr viel am Anfang für ein großes Design Zeit genommen und dann auch viel Energie investiert. Die Systeme, die wir haben, werden immer komplexer und es wird damit auch immer schwerer, bis eigentlich auch sogar unmöglich, diese Systeme so genau zu beschreiben. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Architekturentscheidungen, die nicht passend sind. Gegebenenfalls sind falsche Informationen, falsche Annahmen der Grund oder auch die fehlende Kommunikation mit den Entwicklern. Bei der steigenden Komplexität und bei den kürzeren Zyklen wird die klassische Architekturarbeit zum Engpass und es kommt zu dem Vorwurf des Elfenbeinturms, der Architekt in dem Elfenbeinturm. Wo ist denn die Architektur in den agilen Methoden, zum Beispiel in Scrum? Scrum kennt keine Rolle Architekt. Die Architekturaufgabe ist einfach im Team, genauso wie das Entwickeln, Testen, Dokumentieren der Themen, also eine Aufgabe wie alle anderen auch. Die Architektur und das Design, das wächst im Rahmen der Entwicklung des Produktes. Man spricht hier auch von Merchant Architecture oder auch Merchant Design. Die Architekturarbeit, wenn sie komplett in einem Sprint durchgeführt wird oder auch Prototypen erstellt werden, werden solche Sprints als Spikes bezeichnet. Das Ziel hier ist es immer, ein frühes Feedback zu den Architekturentscheidungen und den architekturalen Themen, dem Design zu bekommen und Entscheidungen erst dann zu treffen, wenn sie notwendig sind und man dann auch natürlich mehr Informationen hat und diese Entscheidungen damit auch besser treffen kann. Melvin Conway machte Beobachtungen Richtung Strukturen in Systemen und hat diese verglichen Richtung Kommunikationsstrukturen. 1968 hat er dann eine Gesetzmäßigkeit festgestellt und die ist auch als Conway's Law bekannt. Nach deutschen Übersetzung in Wikipedia spricht man hier von Organisationen, die Systeme entwerfen, sind gezwungen, Entwürfe zu erstellen, die die Kommunikationsstrukturen dieser Organisationen abbilden. Für mich im Englischen etwas noch klarer, wird hier von den Copies of Communication Structures gesprochen. Also eine 1-zu-1-Abbildung, 1-1-Kopie dieser Kommunikationsstrukturen. Wie sieht das Ganze nun mal an einem Beispiel aus, das Conway Law bezogen auf eine klassische Dreischichtenarchitektur? Wir haben ein Frontend, in dem Fall ein webbasiertes Frontend und dafür ein Entwicklungsteam mit Webdevelopern. Die fachliche Logik, fachliche Prüfung, Ablaufsteuerungen werden vom Application Developer Team übernommen. Die Persistenz gibt das Datenbankentwickler, die sich auch in einem Team zusammengefasst werden.
In der aktuellen Zeit sind mobile Applikationen nicht wegzudenken, also wird auch hier nochmal ein mobiles Developer-Team gesehen. Wie sieht dann die Softwarestruktur aus, die gebaut wird? Hier sieht man dann genau die klassische Drei-Schichten-Architektur, das Frontend in zwei verschiedenen Ausprägungen, den Application Layer und den Datenbank Layer. Aber auch der Rückweg ist eigentlich sehr wichtig. Man sieht oft, dass man sich eine Architektur vorgenommen hat und daraus entsteht dann die Teamstruktur. Also man kann dieses auch in die umgekehrte Richtung verstehen. Wenn wir nun Conway's Law im agilen Kontext in einem Beispiel mit 3 Teams und 5 Services betrachten, nehmen wir an, wir haben ein Entwicklungsteam, was sich für einen größeren Service, Service A, beschäftigt und 2 weitere Teams, die dann mit 2 Services arbeiten, können wir mal die Strukturen betrachten, die dabei entstehen. Die Services haben wir 5, damit haben wir möglicherweise sogar bis zu 10 Abhängigkeiten. Bei den Teams haben wir die 3, das heißt ein maximaler Kommunikationsbedarf über diese Teams hinweg durch 3 Beziehungen dargestellt. Aber Thema war skalierte Agilität. Ja, wann sprechen wir eigentlich von skalierter Agilität? Wann brauche ich diese? Wenn die Entwicklung eines Produktes oder eines Services für ein Team zu groß ist, ich spreche hier nicht von 2, 3 Teams, wo ich sage, das kann üblicherweise in der Praxis noch koordiniert werden. Gehen wir mal in die Medizin, da gibt es CT oder ein MRT, also ein System, wo es mehrere Hardware-Komponenten, mehrere Hardware-Know-how-Themen gibt, wie der Magnet, der da entwickelt werden muss, der dann verschieden gesteuert wird, eine Einheit, wo der Patient drauf liegen kann und mit dem Magneten dann irgendwie zusammenspielen muss. Dann ein Frontend für den Krankenhausmitarbeiter, der das gesamte System bedienen muss. Wir werden bildgebende Logiken implementieren müssen. Und am Ende sprechen wir aber nur von einem Gesamtsystem, weil nur das Gesamte als Einheit verkauft werden kann. Anderes Beispiel im Militärischen wäre der Flugzeugträger. Eine immens große Systematik, die durch sehr, sehr viele Leute aufgebaut wird. Und hier kann man nicht einfach sagen, Teams schaut, wie es passt. Da muss man sich um die Strukturen Gedanken machen. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir einfach mehr Produkte und mehr Services haben als Entwicklungsteams und auch eine 1-zu-1-Zuordnung zu diesen Teams gar nicht sinnvoll möglich ist. Also wenn ich 20 Services habe bei 5 Teams, ist es sicherlich noch denkbar. Aber wenn ich mal eine Anzahl von 200-300 Services habe bei 20 Teams, dann wird es schwierig sein, immer genau die Kapazität bereitzustellen durch die Teams zu den Services. Also muss ich mir hier Gedanken machen. Aber nach welchen Kriterien und wie sollen dann diese Teams aufgesetzt werden oder strukturiert werden? Genau das sind dann die Themen, wo das Know-how des Architekten hilfreich ist. Conway's Law genau mal auf eine größere Struktur angewendet, in dem Beispiel dann mit 6 Teams und 11 Services. Was bedeutet dann das für die Abhängigkeiten? Bei den 11 Services bekommen wir maximal 55 Abhängigkeiten, bei den 6 Teams sind es allein auch schon maximal dann 15 Kommunikationsbeziehungen, die es geben kann. Das zeigt deutlich, dass bei dieser großen Anzahl es wichtig ist, diese Abhängigkeiten und Beziehungen zu minimieren. Also das Setup der Teams und der Services frühzeitig zu gestalten. Wenden wir nun mal Conway's Law auf die Begriffsdefinition der Softwarearchitektur an. Hier steht noch, dass der Softwarearchitekt für die Komponenten und das Zusammenspiel zuständig ist oder unten für die Systemkomponenten und die Beziehung. Tauschen nun die Begriffe Komponente und Systemkomponente durch Teams aus, kommen wir wieder auf eine sehr treffende Formulierung, dass genau diese Team- und Zusammenspiele der Teams und die Struktur der Teams mit den Beziehungen gemanagt werden sollten. Und da spielt natürlich ein Know-how-Geber wie der Software-Architekt die besten Karten. Gleiches
angenommen für die Ziele einer Softwarearchitektur. Hier kann man dann auch die Entscheidungen zu den Komponenten durch die Entscheidungen zur Teamstruktur ersetzen. Und man hat hier auch genau die richtige Aussage, dass es wichtig ist, die Teamstrukturen frühzeitig richtig zu treffen. Spätere Änderungen an Teamstrukturen sind mit hohem Aufwand versehen, beziehungsweise auch viel Unmut bei den Teams, weil in Agilität wollen wir Stabilität bei den Teams haben, sodass die sich entfalten können und damit auch eine höhere Produktivität erzeugen. Hier zeigt sich also, das Know-how des Architekten ist hierfür ideal für solch ein übergreifendes Team-Setup. Schauen wir nun mal an bei den vorhandenen, bekannten, skalierten, agilen Vorgehensmodellen, was davon ebenfalls schon umgesetzt wurde. Ich vergleiche hier mal Nexus, Less und Safe. Das Thema Architektur in Nexus wird nur bezüglich dem Coaching von Architekturstandards durch das Nexus Integration Team erwähnt. Weitere Details werden hier gar nicht genau formuliert. Das heißt, das Integration Team hat gegebenenfalls auch übergreifende Architekturaufgaben, aber hier ist auch nichts genauer definiert. In Less hingegen ist das Architektur und Design ein wichtiges Teilthema im Bereich der Technical Excellence. Also Architektur als solches ist hier maßgeblich vertreten, aber weniger, dass der Architekt auch zuständig wäre für die Systemübersicht. In SAFE gibt es das Thema Architektur in mehreren Bereichen. Hier spricht man von der Balance von dem Intentional Architecture und dem Emergent Design. Intentional Architecture kann man in der Architektur nach Leitplanken verstehen und Emergent Design entspricht dem aufwachsenden Mitentwickeln der Designs während der Implementierung der Produkte, so wie es auch im Scrum verstanden wird. Darüber hinaus prägt SAFE die Begriffe Enabler und Architectural Runway, um eine parallele Fokussierung auf technische Themen zu den fachlichen Themen zu ermöglichen. Das Thema DevOps wird bei SAFE sehr zentral gesehen und liegt auch im Aufgabenbereich des Architekten, sich die DevOps-Gedanken in die Entwicklungsteams mit hineinzubringen. Schauen wir mal, ob es Architekturrollen innerhalb dieses Vorgehensmodellen gibt. Nexus kennt ja keine, außer das Nexus Integration Team, wie vorher schon genannt. Hier ist es aber nicht viel beschrieben, daher wenig Information. In Less gibt es auch keine explizite Architektenrolle. Hier spricht man nur von dem Head of Product Group, was eigentlich die fachliche Steuerung, die fachliche Koordination darstellt und ist damit auch die einzigste Stelle, die sich jeweils über eine übergreifende Teamstruktur Gedanken machen kann. In SAFE hingegen werden schon drei Rollen definiert. Zum einen der System Architect, den Solution Architect und einen Enterprise Architect. Welche Aufgaben haben denn diese ganzen Architekten in SAFE? Schauen wir uns als erstes den System und den Solution Architect an. Diese verantworten die technische und architekturelle Vision der Produkte. Sie sind auch Product Owner für diese Enabler-Themen, für Themen, technische Themen, die typischerweise in Spikes umgesetzt werden. Sie definieren und pflegen den Architectural Runway, das ist quasi eine Roadmap für Enabler, die das sicherstellen möchte, dass die Enabler immer kurz bevor die fachliche Implementierung, die diese Enabler benötigen, entwickelt werden. Also ein Emergent Design und eine Emergent Bereitstellung von architektonischen Themen, kurz bevor sie fachlich angewendet werden. Darüber hinaus sind diese Architekten Teil der sogenannten Triage. Der Systemarchitekt ist es auf der Ebene des Arts, des Agile Release Trains. Ein Agile Release Train ist eine Bündelung von 5 bis 11 agilen Teams, also genau ein solches Setup, von dem wir dann eingestehen,
das sich um dieses Team-Setup kümmert. Und der Fokus des Architekten ist hier natürlich für die technologischen Themen und auch die Weiterentwicklung im Kontext von DevOps. Der Release-Train-Engineer hat die Rolle des Super Scrum Masters und das Product Management des Super POs. Der Solution-Architekt ist dann auf der Ebene des Solution-Trains zuständig und das ist eine weitere Aggregation von mehreren Arts. Ein Art waren ja 5 bis 11 Teams. Und wenn es in solchen Setups mehrere gibt, spricht Safe von einem Solution Train. Und der Solution Architekt arbeitet dann mit dem Solution Train Engineer und dem Solution Management zusammen und kümmert sich dann um diese Vielzahl von Teams. Der Enterprise Architekt im Kontext von Safe ist verantwortlich für die Strategie und das Roadmap von technologischen Themen auf Unternehmensebene. Er ist nochmal eine Ebene höher. Er kümmert sich dann um sogenannte Epics, also Themen, die keinen zeitlichen klaren Bezug haben. Wir haben ja die Sprints im normalen agilen Kontext. Safe hat hier noch das PI, eine Zeitbasis von ungefähr 3 Monaten. Aber Epics sind Dinge, die so groß sind, dass sie in keines dieser Einheiten passen. Und er ist dann auch mehr der Business Owner anstatt der Product Owner von solchen Themen und schaut, dass solche Themen auch finanziert werden können. Auf der anderen Seite kümmert er sich sehr früh bei den strategischen Themen quasi als Counterpart zu den Business Ownern auf der obersten Management-Ebene um die ersten strategischen Ideen und kommt hier mit seiner Expertise und schaut, dass hier nicht zu viel Aufwand getrieben wird mit Ideen, die technischen Bedarf gar nicht berücksichtigt werden. Ein weiter letztes wichtiges Thema ist beim Enterprise-Architekt natürlich auch noch, dass er als Lean-Agile-Leader fungiert und gute Kenntnisse zu den agilen Teams, die in dem Unternehmen vorhanden sind und auch den eingesetzten Technologien haben muss, um hier den Kontext dies immer zu berücksichtigen. Ein weiteres Thema, das ich als entscheidend finde im agilen Kontext und im Kontext der Architektur, ist das Thema Application Lifecycle Management. Hier geht es um den Lebenszyklus einer Anwendung, das heißt, wie man oben rechts sieht, um die Planung, Entwicklung, den Betrieb und am Ende auch um das Abschalten einer Softwarelösung. Im Klassischen kennen wir sehr stark den Software Development Lifecycle. Und das ist auch dieser, wo sich die meisten agilen Vorgehensmodelle adressieren. Das heißt, um die Planung und Entwicklung. Und bei der Entwicklung werden auch die Themen Integration, Release und Einführung in die Produktion gesehen. Betrieb und Abschaltung werden eigentlich seltener von den agilen Vorgehensmodellen adressiert. Klar gibt es das Motto, you build it, you run it. Das ist auch immer möglich bei einfachen Setups, wenn auch der betriebliche Aufwand überschaubar ist. Aber was ist in den Fällen, wo ich einen 24/7 weltweiten Support benötige? Also einen Telefonsupport oder auch E-Mail-Support, der sich für fachlich spezifische Fragen, gegebenenfalls auch für spezifische Produktionsdatenkonstellationen kümmern kann. Da brauche ich weit mehr als in ein Team passen würde. Das heißt, hier ist ein You build it, you run it einfach nicht möglich. Dieses aber außerhalb von dem agilen Kontexten zu betrachten und die Dinge über den Zaun zu werfen, macht von den agilen Grundlagen und Konzepten aber auch keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen hier eine ganzheitliche Betrachtung. Und dies wird auch mit dem Begriff DevOps häufig adressiert. Wir haben also hier zwei Begriffe, Application Lifecycle Management und DevOps, die sehr stark in die gleiche Richtung gehen. Aber wer kümmert sich denn um dieses Thema im agilen Kontext? Wer hat diese Aufgabe, diese Themen DevOps, Betrieb, Abschaltung denn bei den agilen Prozessen und Team-Setups zu klären? Und da komme ich auch dann zu meinem Fazit. Das ist alles Themenfelder für einen Architekten.
wobei vieles der klassischen Architekturarbeit von den Teams erledigt wird. Aber die Strukturen und die Abhängigkeiten sind im agilen Umfeld ebenfalls sehr, sehr wichtig. Der Fokus hier liegt aber mehr auf den Strukturen und Abhängigkeiten der Teams. Man muss bei der Architekturarbeit auch wegkommen von Architekturentscheidungen, sondern mehr zu Architekturleitplanken, die dann notwendig sind, dass wir eine Guidance für die Teams haben, wie sie in welche Richtung sie entwickeln sollen, um dem Unternehmensziel näher zu kommen. Man muss die Themen aber auch ganzheitlich betrachten und die Themen wie Application Lifecycle Management und DevOps betrachten. Denn die Themen wie der technische Betrieb, aber auch die fachliche Betreuung werden immer entscheidender. Das heißt für mich, im skalierten Umfeld wird der Architekt wieder wichtig, aber mit einem deutlich veränderten Fokus. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen eure Gedanken anregen und würde mich auch freuen, im Nachgang mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Anbei seht ihr hier nochmal die Kontaktmöglichkeiten und ich würde mich freuen über Feedback von euch. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Tools for Agile Teams.